Herzlich willkommen zur ersten Tesla Camping Session mit Abby und Max. Als alleinstehender Dude, der auf die 30 zugeht, kommt man auf so allerlei Ideen. Und so ist es gekommen, dass ich mir im Rahmen eines Impulskaufes ein viel zu teures Bett für mein Auto gekauft habe. Campingmodus auf 21 Grad. Der Innenraum sieht so aus, dass der Kofferraum leer geräumt wurde, wo vorher die Hundeautobox stand. Aus der habe ich die Luft abgelassen und sie dann mal auf den Fahrersitz geknüllt. Das ist mein Hund. Und die hat ihre Kuscheldecke vorne im Fußraum, wo sie sich dann gleich einkringeln kann. Aber erstmal Zähne putzen. Mein Hund bekommt natürlich auch noch die Zähne geputzt. Und jetzt fehlt dann noch eine Sache, nämlich die Schlafmaske. Denn hier sind Laternen und wir sind hell. 4,5 Stunden später, die Nacht war ein bisschen kurz, aber da kann mein Camper ja nichts für. Snacky ist auch schon wach. Erstes Fazit, es ist wirklich okay, bis auf zwei Dinge, die mir nicht gefallen. Erstens, diese Dreamcase-Matratze, von der alle YouTuber einem erzählen, wie nice die ist. Definitiv einer der größten Fehlkäufe in letzter Zeit. Und ich würde mir noch was für die Ohren mitnehmen, weil es doch mitunter schon mal ein bisschen laut werden kann. Habt ihr schon mal im Auto gepennt? Schreibt's in die Kommentare.